Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Herzlich willkommen zu 5 Euro Überraschungsshow. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben gerade schon riesig Spaß hier. Oh ja. Wir haben den werden Sie auch haben. Denn das ist die Schnäppchenjagd schlechthin im deutschen Teleshopping. So behaupte ich jetzt zumindest mal. Denn alle Produkte, die Sie jetzt sehen in der nächsten halben Stunde, sind für Sie exklusiv für diese Sendung auf 5 Euro runter reduziert. Wir wissen nicht, was drankommt, aber Kristen kann es kaum erwarten. Und wir schauen gemeinsam. Und eine goldene Regel gibt es noch: Wenn wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes Produkt bis zu 5-mal bestellen. Und wir schauen mal, wo wir heute anfangen. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. Ich liebe sie und jeder, der bei mir im Sommer mal zu Gast war, weiß, ich habe die sogar bei mir draußen auf der Terrasse stehen. Aber das ich habe mehr als 5 Euro dafür bezahlt. Das sind unsere ultra schicken Sturmlampen und die haben eben so diesen Seefahrer-Look. Aber es ist natürlich kein echtes Feuer, was hier drin ist. Sie sehen das schon. Es ist beleuchtet dank moderner LED-Technik. Das heißt, man hat hier keinen Ruß, keinen Rauch, keinen Schmutz. Aber es ist sehr, sehr dekorativ. Ich kann das nur bestätigen. Im Sommer, wenn wir bei Ralf legendäre Karaoke-Partys feiern, dann ist auf jeden Fall die Sturmlampe auch immer mit dabei. Und es macht einfach so viel her, ne? Ja, und vor allem, man kann sie auch dimmen. Also wenn man mal richtiges Licht braucht, dann macht man es auf volle Pulle. Und wenn man nur so eine schöne Nebenbeibeleuchtung will, dann dimmt man es ein bisschen runter. Was mir sofort an dieser Lampe gefallen hat, ist, es ist Vollmetall. Ja, das ist kein Kunststoff, das ist Metall. Und sie ist wirklich nachempfunden, diesen Öl- oder Petroleumlampen, die man von früher kennt. Selbst das Glas kann man anheben. Ja, oben der Rauchabzug, also alles 1:1. Man kann sie aufhängen, man kann sie aufstellen. Das Ganze ist LED-Technik. Und was hier nochmal wirklich toll ist, ist durch diesen Lichtkegel, die LEDs sind unten, aber oben haben wir so einen Spiegelkegel. Und dadurch wird das Licht eigentlich nochmal verdoppelt. Und da kannst du wirklich richtig schön ausleuchten. Und Sie sehen, das ist ja jetzt live hier bei uns im Studio, wenn wir das anschauen, richtig hell ausleuchten oder einfach ein bisschen runterdimmen. Und ich glaube, man sieht das ganz deutlich bis zu einem leichten Flackern. Oder taghell, wenn man eine richtig helle Beleuchtung will. Und das für 5 Euro. Ich habe wesentlich mehr bezahlt. Und ich habe neulich ein Bild von einem Freund von mir zugeschickt bekommen. Der hat so ein Campingmobil. Und der hat Wintercampen gemacht. Und dann hat er draußen im Pelzmantel, so richtig schön, natürlich Kunstpelz, ist er draußen gesessen mit seinem Campingtisch. Und da hat er 3 von diesen Lampen zur Dekoration bzw. zur Beleuchtung gehabt. Also auch da, bei Campern ist das unglaublich beliebt. Ja, Sie dürfen hier bis zu 5-mal zugreifen, liebe Zuschauer. Dann kann man zu Hause es sich gemütlich machen, dekorieren. Man hat aber auch mal ein schönes Geschenk. Es gibt ja manchmal so Anlässe, da ist man so verzweifelt, weil man möchte gerne irgendwas Besonderes schenken, weiß aber nicht, worüber könnte sich derjenige freuen. Und man hat ja hier auch keine Folgekosten, weil man braucht hier keinen Stromanschluss. Ja, keine Steckdose, sondern einfach nur Batterien. Und das finde ich auch so schön, dass man das durch diesen Drehregler auch dimmen kann, das Licht, je nachdem, welche Situation. Also du hast ja oftmals so Lampen, das ist Zierleuchte, es hat mit Helligkeit nichts zu tun, oder welche zum Ausleuchten. Entweder oder. Hier hast du beides. Ja. Ja? Durch diesen Dimmer kannst du wirklich unglaublich hell ausleuchten, wenn man wirklich Licht zum Lesen oder zum Arbeiten braucht. Aber du kannst es eben auch als reine Dekorationsbeleuchtung nehmen. Dann dreht man einfach, so wie Kristen das jetzt macht, den Dimmer ein bisschen runter oder schaltet es dann natürlich ganz aus. Und es ist Vollmetall. Das ist wichtig für mich. Es ist kein Plastikbomber, den wir hier sehen. Und das finde ich immer wichtig, weil normalerweise kriegst du, also für 10 Euro bekommst du nur Sachen aus Kunststoff. Ja? Das kostet 5 Euro und ist aus Vollmetall, so wie du gesagt hast, kabellos überall zu betreiben, batteriebetrieben. Und Sie wissen, LED-Technik braucht wenig Strom, so halten die Batterien auch verhältnismäßig lange. Sieht auch wunderschön aus, eine tolle Verarbeitung, hochwertigste Materialien. Ja, also da sieht man eben auch, dass das normalerweise keine 5 Euro kostet. Der Preis, der ist ja jetzt nur speziell für die 5-Euro-Show herunter reduziert worden. Normalerweise zahlen Sie da ja viel, viel mehr. Und das ist eben auch mal so was Besonderes, wenn man vielleicht auch zu Hause ein bisschen nostalgischer eingerichtet ist. Ja? Und ich finde das ganz, ganz toll. Kristen, magst du diese Lampe? Wo würdest du die denn hinstellen? I really do like this lamp. I think it's adorable. But I think it's really cute and easy to use. I'd probably leave it around my bed, so that like when I get up in the middle of the night, I can use it to walk through my hallway. Dass man, genau, wenn man aufwacht, or even go outside with my dog.
Ja, oder wenn du mit deinem Hund rausgehst, natürlich. Und was ich halt schön finde, jeder verbindet diese Lampen mit irgendwas. Und zwar ungefähr 50% der Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das erinnert mich an Seefahrerei. Das ist so eine Seemannslaterne. Ich zum Beispiel sage immer wieder, das ist so eine, die ich aus Western kenne. Ja, ich glaube, in jedem Western, und 70er, 80er Jahre war ja Westernzeit, hat irgendwo mal eine Scheune oder ein Haus gebrannt. Und da war meistens so eine Petroleumlampe dran schuld. Ist hier jetzt natürlich ausgeschlossen, weil es LED ist. Ist sicher nicht mal Wärmeerzeugung, sondern einfach nur schönes Licht. Und das ist eine Lampe, die wird auch sehr, sehr gern als Geschenk genommen. Und für 5 Euro kann man hier wirklich nichts verkehrt machen. Wie gesagt, ich ärgere mich ein bisschen, weil meine hat mehr als 5 Euro gekostet. Und sie, ich glaube, aber ich bestelle jetzt nachher noch ein paar nach. NX1412 und die 569 ist die Bestellnummer. Greifen Sie zu. Sie dürfen bis zu 5-mal zugreifen. Wer jetzt auch nach einem kleinen, schönen Weihnachtsgeschenk sucht, es gibt ja so Menschen, die hat man in der Verwandtschaft, ich weiß nicht, ob du das kennst, die dekorieren unfassbar gerne. Und dann freut man sich auch, wenn man wieder irgendwo ein schönes Deko-Highlight sieht, was man dann schenken kann. Oder sie dekorieren zu Hause selbst sehr, sehr gern. Das hat nicht jeder und normalerweise ist sowas auch um einiges teurer, Ralf. Ja, mit Sicherheit. Ich habe mehr bezahlt. Sie müssen das nicht, denn Sie sind clever und schauen die 5-Euro-Überraschungsshow. Machen Sie das bitte täglich, weil wir haben täglich solche Highlights und wir sind erst am Beginn der Sendung. Weil Kristen buzzert jetzt und da kommt Nummer 2. Und ich bin gespannt, aber die Lampe ist schon so ein absolutes Highlight. Ja, und wir schauen mal. Jetzt wird es klein, vielleicht bekommst du endlich mal wieder Schmuck. Ich weiß es nicht. Oh, das ist natürlich auch schön. Braucht jeder, der ein Smartphone hat oder andere USB-Geräte oder die aufgeladen werden müssen. Richtig. Und normalerweise gibt es heutzutage 3 Anschlussarten für Smartphones. Das ist bei Apple-Geräten Lightning, dann ist es bei Android-Geräten entweder der USB-C oder der Micro-USB-Anschluss. Mhm. Und oftmals eben sagt man dann, oh, ich möchte aufladen, aber ich habe nicht das richtige Kabel. Hier haben Sie immer das richtige Kabel. USB und dann in die 3 verschiedenen Anschlüsse, die heutzutage üblich sind. Ich glaube, es gibt weltweit kein Handy, das mit anderer Buchse jetzt noch geladen wird. Also haben wir hier wirklich alle Handys, die man hier laden kann. Und man kann sogar 3 Stück gleichzeitig laden. Und schön finde ich auch die Länge. 1,20 Meter hier. Das heißt, man hat genügend Spielraum vom Netzteil, vom Stecker ans Handy zu kommen. Was mir auch besonders gut gefällt, ist die Verarbeitung. Also das Kabel ist hier mit einer Textilummantelung. Die sind natürlich besonders langlebig. Solche Kabel kennen Sie vielleicht noch von früher, von den Bügeleisen. Also die Kabel sind unfassbar robust. Da kann nichts knicken, da kann auch mal ein Knoten reinkommen. Weil die heutigen Ladekabel von den Handys, die gehen ja unfassbar schnell kaputt. Und das ärgert mich immer so. Und dann gehst du in ein Elektrofachgeschäft, und dann hast du da ein Kabel für 15 Euro, ein Aufladekabel. Und die Optik ist natürlich auch fantastisch. Und die Länge, was hattest du gesagt? 1,20 Meter. Das ist schon ordentlich. Also da kann man auch, wenn man mal neben dem Bett lädt, dass man da nicht jedes Mal aufstehen muss. Ich meine, das ist doch mal toll. Nochmal, Sie haben hier alle Anschlüsse. Sie haben 8-Pin Lightning, dann haben Sie natürlich Micro-USB und USB-C. Also an alles gedacht. Alle Geräte werden hier abgedeckt. Und das jetzt eben für diesen kleinen Preis. Da dürfen Sie gerne auch mehrfach zugreifen. Ja, ich muss natürlich noch einen Schritt weitergehen. Nicht nur die Smartphones, sondern auch die Tablets haben einen dieser 3 Anschlüsse, egal von welcher Firma. Und Vito aus Karlsruhe schreibt uns, selbst wenn 2 Geräte angeschlossen sind, werden diese richtig schnell geladen. Stabiles und auch flexibles Kabel, sehr empfehlenswert. Und das müssen wir jetzt noch dazu sagen, das steht oben, das ist ein Schnellladekabel. Das unterstützt also auch die Schnellladefähigkeit. Und das bis zu 3 Ampere und jetzt eben für 3 Geräte auf einmal. Oftmals ist ich glaube, das ist jedem von uns schon mal passiert, hast du mal ein Ladekabel, mein Handy ist fast leer und dann sagst du, ja, ich habe hier eins und dann, oh nee, das passt nicht. Dieses passt nicht, gibt es jetzt nicht mehr, wenn du dieses Kabel hast und oftmals sogar in einer Familie, da hat einer das Handy, der andere hat halt ein iPhone, der dritte hat ein Huawei, ein Samsung, egal was ich jetzt sage, also sämtliche Handymarken der Welt und dann können wir egal welches hier wirklich wunderbar anschließen. Und wir hören gerade, unsere Sturmlampe ist schon sehr nachgefragt. Unter anderem hat der Manfred sogar 5-mal zugegriffen. Das ist mit Sicherheit auch ein schönes Geschenk. Es sei denn, Sie wollen alle 5 bei sich auf der Terrasse platzieren. Wäre auch eine schöne Sache. Aber ich glaube, auch als Geschenk mit 5 Euro kann man ja nichts verkehrt machen. Genauso, da macht man alles richtig. Bei dem Kabel kann man auch nichts verkehrt machen. Da machen Sie auch alles richtig, weil jeder hat ein Handy oder ein Tablet oder was auch immer. Und die müssen eben irgendwann mal geladen werden. Jetzt hier für 5 Euro greifen Sie zu. Im Elektrofachgeschäft kostet es viel, viel mehr. Dann eben mit dieser tollen Textil.
Ummantelung, also besonders robust, langlebig. Da kann man auch mal einen Knoten reinmachen, da passiert gar nichts. Ja, nicht wie diese ganzen billigen Ladekabel, die man vom, immer mit dazu geliefert bekommt. Jetzt ans Telefon gehen, sichern Sie sich hier unsere Ladekabel, drei verschiedene, also Micro-USB, USB-C und 8-Pin-Lightning. Und das jetzt für 5 Euro, gigantisch. Das ist ja, als würde man drei Kabel bekommen, ne? Richtig, genau. Und auch noch Schnellladefunktion. PX2460 und die 569, das ist hier die, die Bestellnummer. Also ganz, ganz schnell sein. Denken Sie immer dran, unser 5-Euro-Kontingent ist immer nur in begrenzter Stückzahl da. Das heißt, nur solange der Vorrat reicht. Und wir machen weiter mit unserem nächsten Produkt. Und wow, ein Preisalarm. Das heißt, jetzt kommt irgendwas, was hier eigentlich gar nichts verloren hat. Aber klein. Da haben wir jetzt noch eine Eingrenzung, maximal ein Stück pro Besteller dürfen wir zulassen. Und das ist, oh, ist es das, was ich meine? Gib dir mal eins. Ja. Das ist ein Stabanzünder, oder? Genau, ein elektronischer Mini-Lichtbogen-Stabanzünder. Und die sind ja bei uns immer super beliebt. Also die Stammzuschauer wissen das. Gerade unsere Feuerzeuge, Lichtbogenfeuerzeuge sind immer sehr, sehr beliebt. Weil hiermit kann man bequem und sicher Kerzen anzünden. Diese Stabform ist natürlich auch ideal, wenn du jetzt zum Beispiel ein Teelicht hast in so einem Glas. Ja, und die kann man immer wieder aufladen. Ja, und ich finde es jetzt, wir müssen über Preis reden. Ich finde das der Wahnsinn. Das ist aus unserem aktuellen Programm. Also ein Feuerzeug, 100% elektrisch, ein Stabanzünder, mit dem ich jetzt alles Mögliche anzünden kann. Und du hast recht, immer wieder aufladen. Und zwar nicht Gas oder Benzin, sondern hier jederzeit auch mal alles elektrisch. Und zwar ganz einfach über Micro-USB wird das aufgeladen. Und jetzt macht es auch richtig Spaß, weil man schiebt die Pole nach oben. Schauen Sie mal. So, und erst dann kommt das praktisch die Pole zur Schau. Erst dann kann man hier auf den Knopf drücken. Ist also auch eine Sicherheitsoption. Und jetzt, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie diesen Lichtbogen. Und in der Mitte des Lichtbogens sehen wir ihn. Ja, da sieht man ihn deutlich. In der Mitte des Lichtbogens, ja, da wird die Hitze, entsteht die Hitze, um zum Beispiel eine Kerze oder auch eine Zigarette anzuzünden. Und unsere Damen werden jetzt mal eine Kerze anzünden, ohne sich die Hände zu verbrennen, weil Sie kennen das. So über Kopf nach unten hat sich jeder von uns schon mal den Daumen verbrannt. Das kann hier gar nicht passieren, weil ja keine offene Flamme ist. Und jetzt ganz einfach dahin und Kerze brennt. Wunderbar. Mhm. Ist übrigens auch toll, zum Beispiel, können Sie das sehen, wer unser Kranz ist? Ja, ich glaube, man sieht das, ja. Also normalerweise zum Beispiel auch, wenn es gibt ja viele Menschen, die noch einen Gasherd haben, auch da kann man das sehr, sehr gut nutzen. Aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit, Kerzen hat man ja gefühlt den ganzen Tag an. Aber auch wenn sie Raucher sind, egal was, es ist ein tolles Sturmfeuerzeug, auch eine schöne Geschenkidee. Gerne noch zusammen mit einer Kerze schenken. Sie können das Ganze auch individualisieren, indem Sie es eingravieren lassen. Auch das geht natürlich, aber 5 Euro. Also das ist Wahnsinn, oder? Also wissen Sie selbst, normalerweise kostet sowas niemals 5 Euro. Nein, ich finde auch die Verpackung schon schön. Jetzt zeigt man Verpackungen normalerweise nicht, weil die nicht sexy sind. Die ist sexy. Also das ist schon geschenkfertig, schauen Sie sich's an. Hier so leichter Samt. Ladekabel ist übrigens auch noch mit dabei. Also Samtoptik. Und jetzt machen wir nur Deckel drauf und dann natürlich noch ein Schleifchen drum. Dann ist es perfekt. Und hier sehen wir auch das Ladekabel. Sehen Sie, so einfach. Da ist das Stabfeuerzeug, da ist das Ladekabel. Und so wie ein Smartphone wird jetzt dieses Feuerzeug aufgeladen und dann hat man eben immer wieder Freude dran. Das ist jetzt kein Wegwerfobjekt, das hat man immer wieder. Ist unser heutiger Preisalarm, dementsprechend auch nur begrenzte Stückzahl verfügbar und maximal eins pro Besteller dürfen wir hier zulassen, aber das würde ich mir sofort holen, entweder für Sie selber, übrigens auch sehr geeignet, wenn Sie einen offenen Kamin haben, um den Anzünder anzumachen. Das benutze ich nämlich immer, weil ich mir mit dem Feuerzeug immer den Daumen verbrannt habe. Mhm. Also auch da sehr geeignet für tiefer liegende Kerzen, aber auch für Zigaretten. Es ist nämlich auch ein Sturmfeuerzeug, weil der Lichtbogen, der wird nicht ausgepustet. Genau, also hier schnell sein bei dem Preis. Da sind jetzt schon sehr, sehr viele Zuschauer in den Leitungen und bestellen die NX9610 und die 569 ist die Bestellnummer. Sie machen natürlich alles richtig, weil 5 Euro ist ein absolut verlockendes Schnäppchen. Und ob Sie Raucher sind oder einfach nur Kerzen mögen, ja, das ist natürlich hier jetzt gigantisch für diesen Preis. Und das ist unser Preisalarm, das heißt, kleine Ausnahme hier, dürfen Sie nur ein Stück pro Besteller bestellen.
Ja, aber das würde ich schnell machen, solange der Vorrat reicht. Jetzt haben wir schon eingeblendet, sehr begrenztes TV-Kontingent, weil wir kriegen unsere 5-Euro-Produkte, das sind ja keine 5-Euro-Produkte, die Produkte, die wir hier für 5 Euro anbieten dürfen, immer nur in begrenztem Kontingent. Wenn das weg ist, dann weiß man, man war einfach zu langsam. Lassen Sie es nicht so weit kommen, gehen Sie am besten gleich ans Telefon und bestellen Sie die. Und Ann-Kathrin sagt Ihnen jetzt noch die Bestellnummer dazu. Sehr gerne nochmal, die NX9610 und die 569 ist die Bestellnummer. Mal für unseren wunderschönen elektronischen Stabanzünder, für die Kerzen, für den Elektroherd oder natürlich auch für die Zigarette, ohne jetzt, dass Sie sich die Hände verbrennen. Also Sie sehen, es lohnt sich, jeden Tag einzuschalten. Jeden Tag um 17 Uhr die 5-Euro-Überraschungsshow und jeden Tag um 19 Uhr, auch heute wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Da haben wir auch wieder Riesenschnäppchen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat schon die entscheidende Geschenkidee für eine Kleinigkeit bei uns in der 5-Euro-Show gefunden. Vielleicht auch das nächste Produkt. Ja, auch hier kann man sich immer schöne Anregungen holen, jetzt noch zu Weihnachten, wenn Sie noch Ideen suchen oder Kleinigkeiten. Dankeschön. Da findet jeder das Richtige. Oh, die habe ich, die habe ich. You know what it is, Kristen? I do. Ja, so. I do. Sie weiß es. Jetzt kommen wir zu etwas, was einem ganz, ganz viel Geld sparen kann. Und zwar sind das Schmutzradierer oder Reinigungsschwämme. Und zwar im 48er Super Sparpack. Und jetzt ein so Radiergummi. Also ich nenne es jetzt mal Radiergummi. Zum Beispiel kann das eine Renovierung der Wohnung um einiges verzögern. Ich glaube, das kennen wir alle. Um Lichtschalter, weiße Tapete, da gibt es einfach dunkle Ränder. Und wer das mal versucht hat, wegzuwischen, weiß, es geht nicht. Versuchen Sie es mit dem Schmutzradierer. Dann kann man eben die Renovierung noch mal ein halbes Jahr oder gar ein Jahr rausschieben, spart viel Arbeit und spart viel Geld. Viel Geld, auch ein ganz anderer Ansatzpunkt, zum Beispiel Sneakers. Die sind ja top aktuell und oftmals hat man so weiße Ränder in den Sneakers. Und genau das. Und die mit normalen herkömmlichen Mitteln sauber zu machen, ist fast unmöglich, oder? Ja, das stimmt. Aber gerade so Turnschuhe, die Sohle sieht ja wirklich nur schön aus, wenn sie weiß ist. Und ich habe schon so viel auch ausprobiert, ne? Auch so Reinigungsmittel, man kriegt das nie so sauber hin, aber mit diesen Schwämmen schon. Und das ist eben das Schöne, die Schwämme sind auch gut für die Umwelt, für ihren Geldbeutel. Sie müssen keine Reinigungsmittel mehr nachkaufen. Ja. Einfach ein bisschen den Schwamm mit Wasser anfeuchten und dann über die Stelle drüber gehen. Ich hatte auch mal mit Kati, wir haben mal Kugelschreiber auf Kunstledersitzen probiert und auch das ging gut weg. Wenn Sie Kinder haben, wenn Sie Enkelkinder, wissen Sie, dass man sowas braucht, weil Kinder schmieren überall mal rum. Also mein Neffe, der schmiert regelmäßig auch an die Wände. Der hat zwar eine Tafel, aber ihm macht es mehr Spaß, an die Wände zu malen. Das kann ich auch verstehen. Ich habe es übrigens mal ausprobiert auf meine Polstergarnitur, da hatte ich auch zwei Flecken drin und wusste nicht woher. Ich habe sie einfach mit herkömmlichen Mitteln nicht weggekriegt. Damit gingen sie raus. Und das ist für, ich lese jetzt mal vor, Fettreste, Kalkablagerungen, festsitzender Dreck auf Kunststoff- oder Metalloberflächen, Schimmelreste, Spuren von Bunt, Wachsmal- und Filzstiften, Klebereste und vieles mehr. Und so einfach geht's. Das, was du gerade schon gesagt hast. Wunderschwamm anfeuchten, über die verunreinigte Stelle wischen. Schon ist der Schmutz weg. Das geht in Küche und Bad, auf Teppichen, Polstermöbeln, auf ihrer Computertastatur und sogar im Auto. Also Sie sehen, das ist wirklich so ein kleiner Wunderschwamm, so wird er hier auch benannt. Und jetzt haben wir 48 von diesen Wunderschwämmen. Also da hat man auch ein bisschen Vorrat. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch, dass solche Schmutzradierer normalerweise unfassbar teuer sind. Jetzt 48 Stück für 5 Euro. Und dann hier sehen Sie, einfach ein bisschen nass machen und dann über die gewünschte Stelle drüber gehen. Man kann es wirklich sehr vielseitig einsetzen, auch bei so Kalkablagerungen im Haushalt. Da muss man nicht irgendwie teure Chemikalien oder Reiniger einsetzen. Hier der Klassiker, die Sohle vom Turnschuh, aber auch so um die Lichtschalter herum oder wenn Sie, wie gesagt, Kinder haben, die immer mal irgendwo rumschmieren, da ist das natürlich Gold wert. Und es geht so einfach und probieren Sie es einfach aus, Sie werden begeistert sein. Am Anfang ist man da skeptisch und denkt, das kann doch nicht sein. Das hat so ein bisschen was Magisches, oder? Ja, und ich sage Ihnen kurz noch die Bestellnummer, die NX9834 und die 569. Hier sehen wir jetzt mal Markenschuhe, ja? Die haben ein Schweinegeld gekostet. Und dann werden die so trüb, dann will man sie nicht mehr anziehen, weil sie nicht mehr schön aussehen. Also ich habe es vorhin gesagt, man spart auch einen Haufen Geld oder Oberflächen, die so schmutzig werden. Oder, was wir vorhin auch gesehen haben, das ist der Klassiker, um Lichtschalter, der Schmutz auf weißen Tapeten, ebenfalls damit zu reinigen. Und das im Handumdrehen ohne Zusatz von weiteren Reinigungsmitteln. Übrigens auch im Kühlschrank. Kennst du das, wenn sich da mal irgendeine Flüssigkeit mal festgefressen hat? Ja. Und gerade in den Ecken drin, du bekommst du fast nicht mehr raus. Auch das bekommst du
damit gereinigt und zwar ohne Zusatz von weiteren Putzmitteln. Also wirklich Wunderschwämme, aber es geht weiter. Und wir sind gespannt, was Diana uns als nächstes bringt. Dankeschön. Was, was mit Musik vielleicht zu tun hat? Nein? Nein, ich glaube, das hat nichts mit Musik zu tun. Jetzt gehen wir in die Modebranche. Und wir bringen Licht ins Dunkel. Jetzt wird es ja so ab 16.30 Uhr schon mal dunkel. Und für alle, die dann nochmal mit dem Hund Gassi gehen möchten und nicht sehen oder keine Taschenlampe dabei haben oder Radfahrer, ist so eine Beanie-Mütze total cool, weil zum Ersten sieht sie schick aus. Hält die Ohren warm und Sie sehen es jetzt hier gerade bei Kristen, man hat Licht und hat trotzdem die Hände frei. Und das ist doch toll, oder? Also wenn Sie dann nochmal mit dem Hund Gassi gehen oder vielleicht nochmal abends spazieren gehen, ich finde das gigantisch. Und man wird auch viel, viel besser von Autofahren gesehen. Das ist auch die passive Sicherheit. Man wird von allen anderen besser gesehen. Das kann wichtig sein, weil es jetzt so früh dunkel wird. Aber das ist einfach ein modisches Accessoire. Beanie-Mützen sind absolut in. Jeder trägt heutzutage Beanies. Teilweise Menschen, die sogar im Fernsehen sind, mit Beanie-Mütze, weil das wirklich so modisch schick ist. Und jetzt für 5 Euro ist das auch natürlich eine Kleinigkeit, die man gerne verschenken kann. Und dann natürlich die Beleuchtung. Erstens mal besser sehen, aber, was ich für noch viel wichtiger halte, besser gesehen werden. Und ich kann immer nur das Beispiel sagen, bei uns, wenn wir aus dem Studio rausfahren, ist eine relativ dunkle Ecke. Und da laufen gerne Nordic Walker oder der Sportverein, joggt da mal ein bisschen. Und wenn die dunkle Kleidung anhaben, du hast es als Verkehrsteilnehmer unglaublich schwer, die zu sehen. Damit wird man gesehen. Also passive Sicherheit durch die Beleuchtung, die ich ja jederzeit ein- und ausschalten kann. Top modisches Kleidungsstück, also Beanies sind voll im Trend. Und der Preis, über den brauchen wir nicht reden, günstiger, würde ich jetzt mal behaupten, kann es gar nicht gehen. Ja, die Beanies, die sind sowieso cool, weil es steht eigentlich jeder Gesichtsform, egal ob Mann oder Frau, welche Kopfform. Also die sehen immer super schick und stylisch aus. Und man hat hier eben die Hände frei, aber es ist auch gleichzeitig noch ein Sicherheitsaspekt. Das heißt, sie werden gesehen, gerade dann auch, wenn sie mit dem Fahrrad nochmal unterwegs sind oder als Spaziergänger, ist es ja ganz schön gefährlich. Ihr seht das ja auch an eurer Kleidung. Im Dunkel, Winter ja, hat man häufig natürlich auch dunkle Sachen an, gerade so Jacken, Wintermäntel. Und dann wird man eben nicht so schnell gesehen. Mit der Mütze werden sie viel, viel schneller gesehen. Und einer hat bereits schon zugegriffen, nämlich der Ronald aus Meschede. Er schreibt, hervorragend für den abendlichen Spaziergang geeignet, leuchtet den Weg im direkten Bereich vor einem gut aus und hält den Kopf, insbesondere die Ohren, schön warm. Und jetzt möchte ich das noch mal mit Fakten unterlegen, was du gesagt hast, die passive Sicherheit. Und zwar habe ich einen Bericht gelesen, im Dunkeln, ein PKW in der Stadt mit 50 hat einen Bremsweg von ca. 30 bis 40 Metern, je nach Reaktionszeit. Mhm. Und wenn du ganz dunkel gekleidet bist, sieht der dich erst 25 Meter, bevor er da ist, hat also keine Chance mehr anzuhalten. Damit sieht man dich rechtzeitig und kann dann auch gegebenenfalls eben noch bremsen. Das ist eben die wichtige passive Sicherheit. Die warmen Ohren, die sind natürlich schön, dass man die hat. Und es ist ein top modisches Accessoire, was wir hier bekommen für 5 Euro. Und jetzt noch was, Sie dürfen sogar die ganze Nordic Walking Gruppe zum Beispiel damit ausstatten, weil bis zu 5-mal dürfen Sie auch diesen supermodernen Beanie bestellen. Die Bestellnummer ist die NX3726 und die 569 für diese wunderschöne schwarze Strickmütze. Ja, Batterien kommen da einfach nur hinein, also es ist gigantisch. Die kann man übrigens auch waschen, also man kann dann natürlich hier das ganze das Batteriefach herausnehmen, können Sie dann in der Waschmaschine waschen. Und 4 helle LEDs jetzt hier an der vorderen Seite, die Ihnen den Weg leuchten. Das ist natürlich gigantisch, ne? Also gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wenn man dann nochmal spazieren gehen möchte, kann man das gut nutzen. Ja, du machst ja auch gerne Spaziergänge bei uns, das habe ich schon gesehen, aber es wird halt früh dunkel und dann ist sowas perfekt, oder? It is perfect, actually, especially for me, because I'm always walking, hiking, going all over the place. Es ist perfekt für Sie, wenn Sie nochmal spazieren gehen möchte. Ja, es and ist auch, soft and warm and thick. Ja, es ist sanft und warm und dick, es ist eine gute Qualität, das stimmt natürlich. Also die kostet ja normalerweise auch keine 5 Euro, also nochmal, dieser Preis wurde nur speziell für diese Sendung herunter reduziert. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 17 Euro, greifen Sie jetzt zu. Da hat man auch mal ein schönes Geschenk, ne? Für die Kinder, für die Enkelkinder, weil sowas ist modern. Und ich finde, das steht auch wirklich jedem, also egal ob Mann oder Frau.
Ja, da bin ich auch sicher. Wir haben es auch schon gesehen. Ich habe sie selber schon aufgehabt. Natürlich sehe ich nie so hübsch aus wie die Mädels, aber es ist auch für uns Herren sehr zweckmäßig, weil erstens mal Beleuchtung, zweitens gesehen werden, drittens warmen Kopf und warme Ohren und viertens zu einem Preis, den es sonst nirgends gibt. 5 Euro, das geht eben nur in unserer 5-Euro-Überraschungsshow. Nochmal, deshalb lohnt sich's auch, jeden Tag hier anzurufen. Und ich höre gerade, unser Stabfeuerzeug ist sehr stark nachgefragt, also unser Preisalarm. Unter anderem hat der Mario angerufen. Alles richtig gemacht. Genau. So, und wir machen weiter. Nächstes Schnäppchen kommt auf uns zu. Und wir haben, mal schauen. Mhm. Ich weiß es noch nicht. Jetzt haben wir eine. Was? Oh. Für 5 Euro. Also, was ich hier lese, passt mit 5 Euro überhaupt nicht zueinander. Das ist eine portable Design-Wetterstation mit Wettervorhersage und Wecker. Also, wow. Das ist die offizielle Beschreibung. Zeig's mir mal. Da sehen wir es. Das ist der Wahnsinn. Und da siehst du jetzt die Uhrzeit. Man sieht also hier eine Wetterstation, ein aufregender Look, das kann man sagen, im Klavierlack-Design mit Soft-Touch-Tasten. Umfassend informiert, weil Sie sehen es hier, es zeigt die Uhrzeit, Datum, Wochentag. Displayanzeige nur auf Knopfdruck, das heißt ansonsten ist es dunkel, aber ein Wecker, den kann man hier auch noch einstellen und zeigt auch kommendes Wetter und auch die Temperatur an. Also das ist perfekt und es ist jetzt hier in unseren Scheinwerfern schlecht zu sehen, deshalb haben wir jetzt auch die Nahaufnahmen. Ich glaube, da sehen wir das deutlich mit der Uhrzeit, mit der Wetterprognose, mit der Temperatur und den Wecker einzustellen ist dann auch spielend einfach. Wichtig ist, es blendet einen nachts nicht, wenn man es im Schlafzimmer als Wecker hat, aber es ist unglaublich gut sichtbar. Ja? Also ich finde das klasse. Ja, man hat es hier schön Hintergrund beleuchtet, also die Uhrzeit, Wecker, dann natürlich die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur. Also das ist schon gigantisch und gerade, ich finde, das wertet auch jeden Nachttischschrank auf. Und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die wetterfühlig sind, die dann wissen wollen, wie ist das Wetter oder wenn man morgens aufsteht, wie muss ich mich kleiden, wie ist die Temperatur draußen. Ja, das ist was Besonderes und einen Wecker kann ja jeder gebrauchen. Ich weiß nicht, man sollte sich ja eigentlich nicht vom Smartphone wecken lassen. Haben Sie vielleicht auch schon mal gemacht, aber eigentlich sollte man es nicht machen. Sowas ist viel besser. Wäre natürlich auch schon ein schönes Geschenk an einen bekannten Langschläfer oder jemand von den Kollegen, der immer so ein bisschen verschläft, der so 2-3 Mal in der Woche ein bisschen verschlafen kommt oder gar zu spät. Dann ist das so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Aber auch für jeden bestens geeignet als Reisewecker. Weil in Hotels, wenn wir dann wieder in Hotels fahren dürfen, habe ich noch nie einen Wecker auf dem Nachttisch gesehen. Du kannst zwar per Telefon dich wecken lassen, aber okay, möchte ich nicht unbedingt. Das ist schön, stellst du einfach hin und hast dein Wecker immer dabei und das jetzt für 5 Euro. Sie werden immer auch auf Reisen pünktlich geweckt und hier steht es und verpassen auch kein Meeting, weil sie verschlafen haben. Und die Wetterprognose und die Wetter ist natürlich auch hier sofort sichtbar. Chris, bist du so eine, die beim ersten Weckerklingeln aufsteht oder drückst du auch so 10-mal noch den Snooze? I did the snooze, snooze. Snooze. How many times? 2, 3, 4, 5 times? It depends. Sometimes I do it 3. Also sometimes I do it 5. Manchmal 5. Ja, das kennen wir aber. Es gibt so Tage, wie zum Beispiel die Montage. Das sind immer die schlimmsten Tage. Da kommt man gar nicht raus. Da drückt man die Snooze-Taste 5-mal. Also das stimmt natürlich. Aber somit macht das Aufstehen auch viel mehr Spaß, oder? Also ich stehe nur schlecht auf an Tagen mit G und Mittwochs, aber sonst geht's. Kleiner Scherz, aber gut. Auch für Langschläfer natürlich bestens geeignet, um eben immer pünktlich aufzustehen. Klein, schlank, tolles Design und die Zusatzinformationen, die man bei 5 Euro mit Sicherheit nicht erwartet. Also die ganzen Wetterdaten, wir sehen hier die Prognose, wir sehen auch die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Und ich höre gerade, alle Produkte bei uns sind in dieser Sendung schon wieder riesengroß nachgefragt, unter anderem auch das 1,20 Meter lange Schnellladekabel und weiterhin natürlich noch unser Preisalarm. Noch ist er noch zu haben, unser Stab, Mini-Stabfeuerzeug für 5 Euro, aber da müssen Sie bitte schnell sein. Genauso wie bei dieser Design-Wetterstation mit Wettervorhersage und inklusive Wecker. Die Bestellnummer hier ist die NC7060 und natürlich die 569. Die bitte nicht vergessen, weil nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Also schnell sein,
denn lohnt sich. Vielleicht haben Sie jetzt auch schon ein paar Geschenkideen zu Weihnachten sich erhaschen können. Wenn Ihnen was gefällt, jetzt ans Telefon gehen. Jetzt ist allerhöchste Eisenbahn. Sie wissen ja, unsere TV-Sonderpreise sind immer nur 2 Stunden gültig. Rufen Sie jetzt sofort an. 0180 51 51 und dreimal die 2 und sichern Sie sich Ihre Highlights, Ihre Schnäppchen aus der 5-Euro-Überraschungsshow. Bleiben Sie jetzt auch dran, denn hier geht es mit spannenden Schnäppchen und Schollenthemen weiter.